Das musst du wissen, wenn du im Januar vegan leben möchtest. Erstens, kenne deinen Grund. Je mehr du dich damit auseinandersetzt, warum du das Ganze überhaupt machst, desto einfacher wird es dir fallen, im Januar vegan zu leben. Ist es der Tierschutz, die Umwelt oder vielleicht doch deine eigene Gesundheit? Zweitens, mache Veränderungen Schritt für Schritt und nutze auch Alternativen, die angeboten werden, wie zum Beispiel veganer Käseersatz oder Fleischalternativen. Die helfen dir anfangs besonders beim Kochen. Drittens, du bist unterwegs und weißt nicht, wo du essen sollst? Keine Sorge. Diese zwei Apps helfen dir. Happy Cow oder Vanilla Bean. Beide zeigen dir an, welche Restaurants in deiner Umgebung vegane Speisen auf der Karte haben. Viertens, Fehler sind erlaubt. Isst du aus Versehen mal ein Produkt, das tierische Inhaltsstoffe hat, musst du nicht gleich ganz aufgeben. Man lernt dazu und Fehler können immer mal passieren. Fünftens, besonders am Anfang können dir vegane E-Mail-Newsletter helfen. Die können dich mit veganen Rezepten inspirieren oder Informationen liefern. Sechstens, lass dir Zeit, die Zutatenliste zu lesen. Viele Produkte, die kein V-Label oder die Veganblume als Siegel haben, sind trotzdem vegan. Lass dir also Zeit beim Lesen oder nutze eine App wie zum Beispiel CodeCheck, die dir anzeigt, ob die Produkte vegan sind. Siebtens, du musst kein Superheld sein. Es kann überfordernd sein, wenn du anfangs gleich alles sein möchtest. Vegan, zuckerfrei, Zero Waste. Konzentriere dich am besten erstmal auf ein Thema. Achtens, gemeinsam geht's am einfachsten. Mehr als 500.000 Menschen machen am Veganuary mit. Sei also du auch ein Teil davon.